Liebe Universitätsangehörige, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Carla Pollmann und ich wurde im April 2022 zur neuen Rektorin der Universität Tübingen gewählt. Ich bin in Tübingen geboren und es ist mir von meiner Studienzeit her gut vertraut. Mein Eindruck ist immer wieder, die Universität Tübingen schöpft produktive Kraft aus den Gegensätzen, die sie prägen. Wir sind seit jeher ein Ort der Geisteswissenschaften und zugleich herausragender Natur- und Lebenswissenschaften. Wir sind stolz auf unsere internationale Sichtbarkeit und wissen doch, dass wir Stadt und Region brauchen. Wir sind exzellent in der Forschung und wissen zugleich, dass zur Exzellenz auch eine hervorragende Lehre gehört. Wir schätzen unsere Tradition, wie sie beispielsweise im Museum der Universität auf Schloss Hohentübingen sichtbar wird, wo ich mich momentan befinde. Zugleich suchen wir das Neue, das nicht nur die Wissenschaft, sondern auch Gesellschaft und Wirtschaft voranbringt. In unseren erstklassigen Laboren, in der innovativen Feldforschung und in der fachlichen Diskussion weltweit legen wir die Grundlagen für die Zukunft. Was mich in den vergangenen Monaten immer wieder tief beeindruckt hat, sind die Menschen, die mir an der Universität begegnet sind. Es herrscht hier ein Spirit of Cooperation and Commitment, also ein Bewusstsein, dass nur Zusammenarbeit und persönliches Engagement zum Erfolg führen. Diesen Spirit möchte ich als Rektorin weiter stärken. Denn er ist die unbedingte Voraussetzung dafür, dass wir auf dem Weg des Erfolgs bleiben, trotz aller Krisen, die uns umgeben. Dieser Spirit hat zum zweimaligen Erfolg Tübingens in der Exzellenzinitiative geführt. Diesen Erfolg gilt es, in der nächsten Runde fortzuführen. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange. Wir sollten dabei auch reflektieren, was wir überhaupt unter Exzellenz verstehen. Sicher keinen Selbstzweck, sicher keine kurzfristige Konzentration auf wenige Bereiche. Ich denke, Exzellenz sollte bedeuten, dass es für möglichst viele Angehörige dieser Universität vielversprechende Perspektiven gibt und dass wir strategisch weitblickend in ein breites Spektrum von Fächern investieren. Nicht zuletzt bedeutet Exzellenz in meinen Augen auch, dass über die Universität hinaus ein größtmöglicher Nutzen entsteht. Nach einer langen Karriere als Forscherin in Europa und weltweit empfinde ich mich immer noch als Lernende. In den ersten 100 Tagen als Rektorin möchte ich nun vor allem von Ihnen lernen. Mein Ziel ist es, in den kommenden Wochen und Monaten viele Gespräche zu führen, Menschen aus allen Statusgruppen zu treffen und dabei ihre Ambitionen und ihre Ideen für die Universität Tübingen der Zukunft kennenzulernen. Darauf freue ich mich und hoffe, vielen von Ihnen bald persönlich begegnen zu können.